Schuhe, die hat mir einen kleinen Geschenk gekriegt von einem Freund. Hallo, ich bin's wieder, ja, vom Timo. Willkommen bei Kung Fu Fitness Lifestyle. Ich habe mich jetzt gerade beworben. Ich habe mich gestern auch beworben. Ich bewerbe mich in Zeitformat, bewerbe mich an Fabrik so. Bin jetzt arbeitslos geworden, hoffe, dass ich so schnell wie möglich Arbeit finde. Da geht's los. Aber wenn ich jetzt sagen wir, für das System nur nochmal bin, bin ich für euch Abonnenten was, das bedeutet mir sehr viel. Und ihr Abonnenten seid echt was von mir. Ihr seht das, was mein Kanal ausmacht. Heute habe ich mit 3 Abonnenten verlassen. Und das stellt man irgendwann mal fest, wer sind die wirklichen Mitglieder von Kung Fu Fitness Lifestyle? Und welche sind einfach nur Fallobst? Die, die alles aufgeben, auch gleich wieder deabonnieren, die wollten noch nie richtig Familienmitglied in meinem Kanal sein. Ich erwarte jetzt heute oder morgen das Päckchen vom Roger Chegedi. Ich habe dem 25 Euro geschickt, kriege ein Teehemd und eine Kaffeetasse, dass ich für seinen Kanal Werbung mache. Ich hoffe, dass ich ihn unterstütze. Er ist ein Kanal, der dem seine Fans viel bedeutet, so wie mein Kanal. Und er antwortet auch alle. Es gibt Kanäle, die will er auch nicht antworten. Und Roger Chegedi ist halt so ein besonderer Mensch. Und ich grüße dich auch schön, Roger Chegedi. Jetzt muss ich heimfahren, ich habe noch 200. Ja, also für mich ist halt auch so, dass ich umsonst Leute in YouTube helfen will. Und wenn ich damit Geld verdienen will, dass ich aus den unmenschlichen Arbeitsbedingungen wieder rauskomme, wäre das echt ein Pluspunkt. Oh, Entschuldigung. Tut mir leid. Danke. Ja. So kann man alles noch mal andere machen, der schlaue Schwabe.